Ja, mir eine weitere Speicherkartentasche, ein Speicherkartenetui von Bilora für bis zu 8 Karten und 8 Akkus. Ganze ist auch wieder recht handlich, etwas größer als das andere Modell, was wir auch noch ebenfalls anbieten. Das ist die kleinere Version. Diese hier unterscheidet sich nicht so großartig. Ist halt eben, na, ich würde mal sagen, ungefähr noch mal ein Viertel länger als die kleinste Lösung. Gucken wir uns das mal ganz genau an. Auch hier Reißverschluss zum Auf- und Zumachen. Und hier drin befinden sich dann diese Fächer. Hier sind wiederum dann diese kleinen Netze drin, wo man die Karten jeglicher Art einfach reinstecken kann. Zum Beispiel CF-Karten oder SD-Karten und ach, weiß der Geier, was es alles für Karten gibt. Die macht man hier einfach rein. Hier hinten ist dann das Fach für die Akkus. Da kann man also zum Beispiel auch jetzt einen großen Kamera-Akku reinmachen. Den würde man zum Beispiel jetzt hier so befestigen und gleichzeitig halt eben optional auch nochmal diese ganz normalen kleinen anderen Akkus. So, einfach hier rein. 4 Stück sollen es sein. Optional halt eben einmal so oder aber halt eben auch mit 2 großen Akkus. Der würde dann hier unten drunter liegen. Hier ist auch nochmal so eine große Schlaufe, wie man hier sehen kann. 2 große Akkus oder halt eben 8 kleine Akkus. Dann kann man da keinen Akku mehr reinmachen. Wie immer man das auch braucht. Flexibel ist man damit auf jeden Fall. Dann kann man das ja auch ganz einfach wieder zumachen. Dann ist hier oben so ein kleiner Karabinerhaken dran. Da kann man also dieses Etui auch noch irgendwie an der Fototasche befestigen oder halt eben einfach am Schlüsselbund. Ist jetzt auch nur beispielhaft gemeint. Ich glaube, ich persönlich möchte nicht unbedingt so eine Tasche an meinem Schlüsselbund drin hängen haben, aber ich wollte mal zeigen, es geht. Wie gesagt, das Speicherkarten-Etui, da passt eine ganze Menge rein und es ist halt eben doch gut kompakt verpackt.